besonders die sogenannte Optionsausstellung des Tiroler Geschichtsvereins Sektion Bozen von 1989 markiert einen deutlichen Meilenstein in Richtung einer sprachgruppenübergreifenden Aufarbeitung. Das ist in diesem Land mit seinen drei Sprachgruppen besonders wichtig, wenn man jemals zu einem gemeinsamen Verständnis der jüngsten Geschichte kommen will, welches wiederum Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft ist. Die lautstarken und emotionsgeladenen Diskussionen der letzten Zeit über den Umgang mit Symbolbauten des Faschismus wie etwa dem Bozner Siegesdenkmal machen dies deutlich. Die Opfermythen Die deutschsprachige Bevölkerung verweist gerne auf die Jahre der kulturellen Unterdrückung durch den Mussolini-Faschismus. Man hätte unter dem italienischen Faschismus gelitten wie die Juden. Landeshauptmann Louis Dornwoller 2003 und wäre im September 1943 von Hitlers Wehrmacht befreit, Bozens SVP-Vizebürgermeister Oswald L. Koster 2009, worden. Im Rahmen der Option von 1939 sah man sich ausschließlich als Opfer. Insgesamt sei man passiv, ein Spielball der Mächtigen gewesen. Das stimmt auch, ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Die Täterrolle nicht weniger Südtiroler im Nationalsozialismus wird dabei gerne übersehen. Das hat besonders mit der ethnischen Versäulung, so der Politologe Günter Pallava, der Südtiroler Gesellschaft zu tun. In vielen Bereichen spaltet sich die italienisch- und deutschsprachige Bevölkerung bis heute. Die Italienerinnen und Italiener verweisen gerne auf ihre Opferrolle während der NS-Besatzungszeit 1943 bis 1945. Und die Südtirolerinnen und Südtiroler auf ihre Opferrolle während der 20-jährigen Herrschaft des italienischen Faschismus. Die eigene Gruppe stellt in dieser simplifizierenden und entlang ethnischer Trennlinien interpretierenden Geschichtsschreibung angeblich immer die Opfer, die andere die Täter.